denn noch? Da ist jemand. Wo? An der Tür. Guten Tag. Guten Tag. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Review. Ja, und die liebe Josie, die hat gesagt, Timo, kannst du nicht mal Funny Games, also eine Review zu Funny Games machen? Und ja, einige wünschen sich immer mal so, hey, kannst du mal eine Review machen? Aber man muss ja auch Bock auf die Filme haben, gell? Und auf den habe ich schon länger Bock. Und jetzt habe ich mir mal zugelegt, ja, das war so der Arschtritt. gucken dir mal an. Und das habe ich jetzt getan hier in der Kino-Kontrovers-Reihe, in dem kleinen, aber feinen Mediabook. Hier die Nummer 19 aus dieser Reihe. Und ja, Funny Games ist ein, ja, was ist denn das? Ein österreichischer, ich würde jetzt einfach mal Thriller sagen, ja. Home Invasion, ein Home Invasion-Film. Aus dem Jahre 1997, genau, von Michael Haneke mit Ulrich Mühes, Susanne Lothar, Frank Gehring und Arno Frisch. Ab 18 Jahren freigegeben und 109 Minuten dauert das Ganze. Ja, Funny Games. Um was geht es in Funny Games? In Funny Games geht es um die Anna und den Georg Schober und ja, ihren Sohn. Georgi, ja, also auch Georg und einen Hund haben sie auch dabei. Und die möchten in den Urlaub fahren. Also setzen sie sich ins Auto, haben hinten einen Anhänger mit einem schönen Boot drauf und dann fahren sie wie jedes Jahr an ein Haus am See. Dort kurz davor angekommen, das ist halt so eine Reihe von Häusern, also immer schön weit auseinander, ja, ist eine andere Familie, mit denen sie sich jedes Jahr treffen und ein Golfturnier machen. Und ja, die sind aber nicht zu zweit, wie sonst auch, die sind zu viert, ja. Und ja, sie rufen aus dem Auto raus. Hey, wir freuen uns auf morgen und ihr seid doch nicht hier schon üben, gell? Und aber bei jeder Antwort gucken sie zu diesen zwei anderen hinüber, nuscheln zwei, drei Worte und dann, ja, wir freuen uns auch auf morgen. Komisch, gell? Das denkt sich die Anna auch und sagt, Georg, das ist komisch. Ja, und der Georg sagt, naja, Igor, wir fahren jetzt erst einmal zu unserem Witschen, lassen das Boot ins Wasser und da können wir auch mal was essen, ja? Die Anna macht was zu essen, telefoniert mit ein paar Freunden und sagt, hey, wir haben so viel hier, kommt doch auch vorbei. Und auf einmal klopft es an der Tür und ja, ein junger Herr, und zwar dieser hier, der steht dann vor der Tür und sagt, ha, wir haben uns doch vorhin gesehen, hier bei den Nachbarn, gell, wir sind da zu Besuch, wir brauchen Eier, habt ihr Eier? Und sie sagt, Eierklau. Gell? Gibt's in die Hand und er lässt sie fallen, ja? Ha, ja, komm, wir packen sie ein und kriegst du noch mal 4 Eier, pack sie ein und tschüss, ja? Ja, aber der Hund, den sie dabei haben, der ist total wild, der ist alles am Bellen und springt die Leute an und ja, also verliert er auch diese Eier. Und schwuppdiwupp ist auch der andere dann da, ja. Hey, können wir noch mal 4 Eier haben? Aber sie ist dann sie denkt sich schon, da ist irgendwas faul, ja. Er möchte dann den Golfschläger, sie sehen dann da einen Haufen Golfschläger, richtig gute Golfschläger, ich muss das mal ausprobieren, gell.
Und geht raus und dann hört man nur noch den Hund jaulen, ja. Aber irgendwie hat's keiner so richtig mitbekommen, ja, bis auf den Vater, der am Boot ist und denkt. Was war da? Ich muss da mal nachschauen. Und die Mutter sagt hier, Ihr vergisst euch, ich habe keinen Bock mehr. Was ist denn hier los? Vater kommt rein, also Georg, gell, und sagt, Hier, ich kann das hier nicht, ich habe gar nichts mitbekommen. Los geht am besten, ja? und der eine von denen, der macht da eine komische Bemerkung, ja, ich glaube, das war sowas, oh, du hast doch gar keine Eier oder sowas, gell. Und dann kriegt er eben eine gefangen und die fangen dann an, mit dem Golfschläger auf ihn einzudreschen, ja, also richtig aufs Bein, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Und so gerät das Ganze hier außer Kontrolle, ja, dass die dann alle fesseln und eben terrorisieren und ein Spiel spielen wollen, ja, das ist dann eine Wette, ja. Komm, wir wetten, ihr seid tot bis morgen früh um 9, ja, und ihr wettet dagegen, dass ihr es eben nicht seid. Und hier, das ist das ganz Interessante, hier wird die vierte Wand gebrochen, ja. Also wir haben ja hier die drei Wände und die vierte Wand ist immer zum Publikum. Und der eine Täter, der spricht dann zu uns, ja, zum Publikum und sagt, na, ihr wollt doch auch, dass die gewinnen, oder? Also könnt ihr mal schön die Wette mitmachen, ja. Also so, da wird hier so die richtig die vierte Wand gebrochen und das fand ich richtig, richtig gut und das passiert später auch noch mal, ja, weil er sagt dann zu Anna, hey, komm, mach doch das Spiel mit. Wir müssen doch spielen, wir müssen doch den Zuschauern etwas bieten, ja. Und dann spricht er eben auch wieder zu uns oder wollte das Spiel gar nicht sehen oder irgend sowas war das, gell? Also das ist richtig, richtig gut, ja. Das passiert hier zweimal und ja, das macht das Ganze noch mal so ein Stück. Naja, okay, was heißt, es lockert es auf, meiner Meinung nach, ja. Wir sind da nicht mittendrin, also der spricht dann zu uns, also wissen, da wird uns da sozusagen gesagt, es ist ja auch nur ein Film, ja. Es ist aber richtig genial gelöst, gell, und ja, wir haben dann hier auch den Georgie, der immer abhaut und also die werden da richtig terrorisiert. Aber hier wird auch alles dafür getan, dass die Bösen gewinnen, sozusagen, gell? Also gewinnen sie am Ende oder nicht, das möchte ich hier jetzt nicht sagen, aber es wird hier alles dafür getan, denn die Mutter, die schnappt sich eine Schrotflinte und erschießt den einen, ja? Und dann wird, ja, der andere sucht dann die Fernbedienung und spult einfach zurück, ja? Er drückt dann auf Rückspulen und spult zurück. Und so weiß er, die schnappt sich jetzt die Schrotflinte. Da muss ich dazwischen gehen. Ja? Und das Bedrohliche, ja, das Bedrohlichste an allem ist eben, dass die beiden immer ruhig bleiben, immer höflich in Anführungsstrichen, wie die das sprechen, dieses Ruhige, das ist, das zieht einen so in den Bann, ja. Es ist unglaublich. Also, was soll ich dazu sagen, gell? Es ist schlimmer, wenn die Bösewichte ruhig bleiben, anstatt dass die total aufdrehen, ja. Selbes Beispiel, zum Beispiel jetzt einfach mal ein Banküberfall. Oh, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Oh, ja, und wenn die da rumschreien, dann denkt man, oh, wow, was hat denn der für ein Problem? Aber wenn da einer reinkommt, ganz mit der Ruhe, ja, hier, Geld her. Ja, das ist eine ganz andere Bedrohung, weil da merkst du, der meint es echt, ja.
Und die anderen, da, die sind komplett außer Kontrolle. Ja, also Funny Games. Wir sehen hier auch, der ist zu Recht ab 18, meiner Meinung nach. Ja, er ist sehr, sehr hart, aber psychische Härte, ja, keine physische, ja. Also alles, was dort geschieht an Gewalt, ist im Off, ja, bis auf eine Szene, ja. Aber ansonsten sind alle Gewaltszenen im Off. Das ist alles psychisch, ja. Du musst es dir vorstellen und du stellst es dir vor, was da passiert, ja. Und das ist das Harte daran, finde ich, ja, dass du eben wirklich nur dieses Psychische hast, dass wirklich, dass du dir immer Gedanken machst. Du bist immer in Gedanken mit dem, was du siehst und was du nicht siehst und eben wie die alle agieren, reagieren, ja, dass die ruhig bleiben und aber hier die Anna und der Georg, ja, wie die da rumschreien, ja. Und alles mögt, das kaufst du denen richtig ab. Also richtig gut geschauspielert. Also hervorragend. Ja. Oh. Ja, hier hinten haben wir auch noch stehen: Eine brillante, radikale und provozierende Ästhetik des Grauens sorgt dafür, dass das eiskalte Psychodrama über eine unschuldige Familie und deren Urlaub in der Hölle noch lange nachwirkt, ja. Ja, das ist es auch. Der wirkt noch nach. Man macht sich da doch ein bisschen Gedanken. Und hier eine schockierende, nur schwer erträgliche Medienreflexion. Also unglaublich, gell? Hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass der mich dann doch so fesselt. Ich habe gedacht, boah, bei dem Film wirst du wieder ausflippen, bei dem Film, keine Ahnung, ja, da wirst du wieder hier so, oh, springen sie alle um, ja, so wie bei Eden Lake. Das haben wir hier tatsächlich nicht in dem Sinne, aber es ist trotzdem richtig erschreckend und ein richtig, richtig guter Film. So, Michael Haneke hat dann auch ein paar Jahre später selbst das Remake gemacht, Funny Games US, wo ich gesagt habe, den werde ich mir nicht angucken, weil warum, ja, man hat hier das Original und warum soll ich ein US-Remake gucken, obwohl da ein Schauspieler mitmacht, den ich eigentlich... Den wir jetzt hier, ich habe ja die Dawson's Creek Serie geguckt, da hat der auch mitgemacht und der hat einen super Charakter gespielt. Und deshalb würde ich den eigentlich auch mal nur wegen dem Schauspieler mal gucken wollen. Mal gucken, ob ich das mache oder nicht, denn ich glaube nicht, dass das US-Remake ans Original rankommt. Glaube ich nicht, ja. Denn das ist schon. Das ganze Zusammenspiel, ja, glaube ich nicht, dass die Amis das hinbekommen. Das ganze drumherum, ja. So, das war Funny Games. Meine Meinung zu Funny Games. Also richtig, richtig guter Film. Habt ihr Funny Games gesehen und wie fandet ihr ihn? Könnt ihr mir mal unten in die Videobeschreibung, in die Kommentare hauen. Da könnt ihr mal einen Kommentar da lassen. Und wenn ihr Funny Games US geguckt habt, das Remake, und könnt da vielleicht einen kleinen Vergleich ziehen, dann könnt ihr mir das auch mal unten drunter schreiben. Vielleicht sagt ihr ja, Timo, nein, das US-Remake lohnt sich. Ja? Kann ja auch sein, musst du auch gesehen haben. Oder ihr sagt, ach Timo, nee, brauchst du nicht zu sehen, bleib beim Original. Das US-Remake. Bringt es einfach nicht. Ja? Ja, würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen was von euch lesen könnte. Gell? Und ja, dann war es das auch schon wieder. Gell? Danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei, keine Ahnung. Gell? Also, tschüss, macht's gut. Euer Timo.
Get out of here!